So, meine lieben Freunde, das vorletzte Unboxing mit 8-4. Das ist ein Halbum, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, wie das heißt. Seht ihr, wie die Box aussieht? Das kommt gleich das Geilste. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Box heißt. Muss ich mal dann nachschauen. Vielleicht sehen wir das ja auch auf dem Album. So komisch überall gehalten ist. Okay. So stilles. Dann mache ich dann mal das hier. Noch irgendwas? Oh, zwei Arme sind immer geil. Fettes. Ne, okay, hier ist ein Sticker und ein Poster. Noch. Erster Inhalt, ein Feuerzeug, meine lieben Freunde. 8-4. Das auch funktioniert. Okay, das Geräusch wahrscheinlich nicht weg. Ja, was ist das? What the fuck? Portenpipe. The Netherlands. Ah, das ist so ein Stressball. Okay, wie das ist. Das Video soll eigentlich noch erwachsen werden, aber okay. Okay, machen wir es so. Das ist so. Dann haben wir einen mystischen Karton. Karton. Okay. The fuck? Ich habe hier nochmal ein Plastik eingewickelt. Immer. Ach, komm. Okay, das ist für, ihr wisst schon, zerkleinern und dann verdingsen. Okay, das muss man gar nicht zuschauen. Ich bin mir die Hose in die Vitrine. Das brauche ich nicht. Okay, dann mache ich das hier mal rein. Dann haben wir die Papers. Hier drin für die Zigaretten. Drehen, das selber drehen. Die Alpen machen wir zuletzt. Da hinten noch was. Wir haben dann einmal zwei, drei fetten 8-4 Sticker. Ah, hyperaktiv hier ist das, glaube ich. Das Album hyperaktiv hier. Jetzt wird es sein. Also die Riesensticker, dann noch so einen hier, steuerfrei Money, 8-4 hyperaktiv. Und nochmal den Sticker hier. Das ist ein bisschen blöd gemacht, aber. Dann haben wir ein Poster, meine lieben Freunde. Das erste Poster hier heute. Doppelseitig bedruckt. Und das hier. Das hier. Das hier. Brauchst du das eigentlich gar nicht, weil ich halt schon zu viele Poster. Das soll jetzt nicht mehr brauchen. Was ich mache, das jetzt. So, ich tue jetzt die Alten dann extra rein. In meine Tüte wieder. Und dann das hier zu sich. Dann nehme ich hier zwei Alben. Fangen wir mit dem Album an. Und zwar 8-4 und Taimo TNT 2. Das ist gute Album mit. Sind da 3 CDs drinnen? Oder ist das. Eine. Sehen wir gleich, wie das aufgeteilt ist. Sind da 3 CDs drinnen?
Das ist nämlich Instrument des Plus a cappella. Ne, das ist wirklich drei. Dinger kommen sind dann fresh in die. Drei CDs drin. LOL. CD 1 für die Bonus EP. Hauptalbum, oder? Ah, okay, wir haben die Instrumentals und die A Cappella von dem Hauptalbum. Das ist einmal die, stehen da jetzt. Aber ja, sorry Leute. Das sind die Instrumentals, glaube ich. Ist die da? Ah, die Instrumentals. Warte mal, das sind dann 1, 2, 3, 4 CDs. Ja moin. Geht das auf? Okay, das geht hier auf. Nehmen wir die Cappellas. Warte, zu viel Musik heute. Und dann noch das Hauptalbum. Das natürlich auch nicht viel. So rum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Features haben wir hier auf diesem guten Album. So sieht die CD aus. Seht mal, Freunde. Ja, genau so jetzt. Da haben wir ein schönes Booklet. Schöne Bilder von dem guten hier. Das 8-4 Ding. Uiuiui, Massaker hier. Credits, Danksagung und sowas noch hier. Das war tatsächlich schon das vorletzte Unboxing-Video. Jetzt meine Lieben von der Kompass. Oh, das ist geil. Das ist gestern. Ich habe Frühstück bestellt. Ich will das gar nicht sehen.